Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier beim Game Shop Simulator. Ich habe jetzt das zusätzliche Regal jetzt hier noch gekauft und habe das dann befüllt mit der letzten Kategorie. Das heißt, wir haben jetzt in jedem Regal eine Kategorie drin und wir haben natürlich auch das Lager noch dementsprechend voll, aber noch zwei Regale, die wir auch noch leer haben. Also man kann ja hier durch die Regale durchlaufen. Das funktioniert allerdings nicht in dem Moment, wo ich, ich kann das mit, ich muss E drücken. Okay, ich kann das nicht, ich kann nicht durch das Regal durchgehen, wenn ich einen Karton in der Hand habe. Also das funktioniert nicht. Wenn ich jetzt einen Karton habe, dann kann ich hier nicht durchlaufen. Also das geht leider nicht, aber es ist auf jeden Fall schon mal ganz gut zu wissen, dass ich durchlaufen kann, weil dadurch kann ich natürlich das ein oder andere Regal vielleicht mal ein bisschen enger stellen. Aber im Moment denke ich, dass es noch ganz gut ist. So, wir müssen natürlich jetzt erst einmal den Tag vom letzten Mal beenden. Wir haben zwar einen Reingewinn von Minus, keine Ahnung, warum das grün angezeigt wird, aber ist okay. So, wir beenden den Tag. Warum auch immer er den Hahn hier rein hat, ich weiß es nicht. Also, da frage ich mich manchmal schon. Aber ist okay. Also, es sind drei Mankos in dem Spiel, die geändert eigentlich werden sollten, meines Erachtens nach. Ansonsten finde ich das Spiel wirklich gut. Zum einen ist es der Müll, der zu viel ist. Der Dieb ist zu viel. Und das Auto fährt sich halt, ja, also es fährt schon ganz okay, man kann sich dran gewöhnen, aber verbraucht einfach zu viel Sprit. Also das sind die drei Mankos, die ich habe. Also von 100% gebe ich dem Spiel 70. Also es macht auf jeden Fall Laune. Ich glaube, das spiegelt auch ungefähr die Meinung der meisten Leute wieder. Von den Bewertungen her ist es, glaube ich, auch ungefähr auf 70% das Spiel. Aber gut, so, es kommen schon mal ein paar mehr. Also die stehen jetzt hier schon an der Kasse. Da ist jetzt natürlich dann die Frage, wenn das noch mehr Leute werden, wie schnell werden die dann hier mit ihrem Müdezeichen dastehen? Schieb mich halt nicht weg. Ja, also die fangen dann schon auch an. Ne, schlechter Service, so von wegen. Finde ich schade, dass es halt immer so übertrieben wird von den Entwicklern. So. Da kommt der Dieb. Da haben wir wieder Müll, ganz viel. Schauen wir mal, was... Okay, bei dir war ich jetzt zu langsam. Was willst du? Die meinen Geist und meinen Verstand stärkt, der mich mit der Schwierigkeit meines Freundes ärgern wird. Boah. Strategie? Ja, sorry. Ich muss ein Spiel für mein Kind wählen. Empfehlen Sie mir eine Spielkategorie, die Ihren Geist verbessert und Ihre Fähigkeit zur Problemlösung. Aufbau? Ja, dann kann ich da auch nicht helfen. Oh Mann, schaut euch das an. So, insofern ist es auf jeden Fall dann der letzte Part heute, den ich aufnehme. Wir schauen auf jeden Fall auch nochmal zu dem Autohändler, ob ich denn Glück habe, dass vielleicht, keine Ahnung, vielleicht gibt es ja so einen Mini-LKW, der einfach ein bisschen mehr Ladefläche hat. Komm ruhig rein, mein Freund. Ich bin bewaffnet mit Besen und Schläger. So, schauen wir mal, ob wir ihm helfen können. Ich möchte jemanden schlagen, gib mir ein Spiel. Ja, hier kämpfen. Das Kämpfenspiel. Was für einfache Titel, ne? Ich möchte jemanden schlagen, ja, kämpfen. Sag ich doch. Und keine Ahnung, warum es da immer noch heißt, schlechter Service. Ich meine, ja, müssen sie halt mal ein bisschen anstehen. Ich habe halt keine zweite Kasse. Vielleicht bekommt man auch eine zweite Kasse, wenn man den Laden ausbaut. Wir werden auf jeden Fall den Laden ausbauen heute. Dass ich das einfach mal sehe. Ich weiß nicht, wann der Dieb kommt.
Möchte herumlaufen, ununterbrochen schießen. Ich brauche Action. Dann nimm doch Action. Da kommt er. So. Schauen wir mal, ob wir hier noch helfen können. Ich möchte etwas lösen. Möge es sehr schwierig sein, sagen Sie mir Kategorie. Puzzle? Okay. Also wegen Dreck hat sich jetzt eigentlich noch keiner beschwert. Ne? Ich könnte ja auch den Dreck einfach mal liegen lassen. Wäre ja auch mal interessant. Möchte jemanden schlagen? Bitteschön. Ja, die fangen zu schnell an. Also das wäre dann der vierte Punkt, der mich stört. Dass das auch ein wenig zu schnell geht. Insofern rutsche ich damit dann schon mal auf die 60% runter von der Bewertung her. Naja, 60-70% ist eigentlich eine ganz gute Bewertung hier bei dem Spiel. Das ist okay. So, gucken wir mal bei dir. Ah, ich bin froh, unentschlossen gestorben, Geschmacksrichtungen, vielleicht Kategorie spielen, Abenteuer. Ja, dann nimm dir eine andere. Wo kommst denn du her? So, aber wenigstens die Zahlen noch, das ist doch super. So, 1000 und knapp 500, 1500 knapp. Lasst uns mal gucken, was wir hier haben. William Thompson, jawohl, können wir ihm geben, 86 Verdienst, 13 Stück können wir ihm geben, 177 Verdienst. Ja, dann hat es sich doch schon gelohnt jetzt hier. So, gehen wir mal. Fertigkeitenbaum. Nee, eigentlich, na wohl, 323 Fertigkeit, ne? Fahrzeugschaden, Kostenreparatur, Erhöhung der Spiele pro Kiste ist gut. Was haben wir hier? Erhöhung der Kundenzufriedenheit. Weniger Steuern. Ja, weniger Steuern. Auf jeden Fall. Kosten der Regale. Ich habe auch gemerkt, dass die Regale unterschiedlich kosten. Das ist mir vorher gar nicht aufgefallen. Aber bei dem einen habe ich 62 gezahlt. Bei dem anderen Laden, wo ich dann war, hätte ich 68 gezahlt. Kundenzufriedenheit steigern wir. Und das gleich bis zum Maximum. Damit hat Erhöhung full. Dann machen wir nochmal Tax. Also bevor ich jetzt die Pakete mache, gehe ich lieber nochmal, dass ich weniger Kosten habe. So, wo war jetzt der Ausbau? Ne, das ist die Dokumente, Internet, Immobilien, hier. Mittlerer Spieleladen, ein mittlerer Spieleladen, bla bla, erweitern. Ui! Okay, das haut mich jetzt natürlich um hier. Das Lager ist anders sortiert. Jetzt kann ich da natürlich nicht durch, ne? Doch, kann ich. Okay. Das, wenn ich gewusst hätte. Ganz ehrlich, das, wenn ich gewusst hätte, hätte ich das Ganze schon ganz anders gemacht. Nice. Ich habe jetzt gedacht, dass da nochmal was dazukommt, aber das wird wahrscheinlich dann der nächste Ausbau sein. Specials, wow. Hammer Specials. Gehen wir nochmal ran hier. Großer Spieleladen noch nicht verfügbar. Das wird wahrscheinlich dann mit den Updates kommen, vermute ich mal. So, 1073. Wir brauchen jetzt eigentlich gerade aktuell nichts kaufen. Wir können eigentlich nur... Ach, das ist das fest installierte Regal. Okay, das heißt also, ich muss... Achso, ich kann ja nur 4 Stück nehmen, ne? Ach, da kann ich nichts reinpacken. Na, das ist ja doof. Moment. Dann nehmen wir halt mal die zwei Shelves hier. Warum kann ich da nichts reinpacken? Kann das sein, dass das ein Bug ist? Möglich wäre es, ne? Ich schau mal, wie weit ich das reinglitschen kann. Ah, da geht leider keins mehr her, ne? Das ist doof. Okay, dann würde ich sagen, mache ich hier
Ja, gut, wenn ich hier nichts reinpacken kann, dann kann ich auch da ein Regal davor stellen, ne? Schauen wir mal, wie weit ich rüberkomme. Dann stelle ich halt da das Regal direkt davor. Schaut aber doof aus, ne? Ja, ist okay. Ist okay. Ich mach's dann anders. Dann stellen wir es eben jetzt halt hier über Eck. Und da kann ich auch ein bisschen rein in die Wand glitschen, das ist gut. So, dann müssen wir allerdings die Schachteln neu platzieren. So. Lasse ich jetzt mal stehen. Ich denke mal, dass das noch ein Bug ist. Ich glaube nicht, dass das beabsichtigt ist, dass da nichts reingeht in das Regal. Einmal, zweimal. Dann stellen wir jetzt halt hier die Regale einfach mal der Länge nach ran. Gehen wir bis zur Tür. So, da sind jetzt zum Glück nicht so viele Kartons. Na? Ich will den Karton. Okay, der fällt dann am Boden. Keine Ahnung. Ich habe jetzt halt keine Ahnung, wo das Päckchen ist. Vielleicht ist es auch in den Laden gefallen. Das kann jetzt auch sein. Ah, nee. Okay, das ist auch ein Bug. Es stört mich ja nicht. Also das finde ich jetzt halt nicht schlimm. Kommt vor. Aber ich hätte den Laden dann tatsächlich schon viel früher ausgebaut. Wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich mir nämlich jetzt halt diese ganze Rumschlichterei sparen können. Ich vermute mal, dass wenn ich mich auslogge und wieder einlogge, dass der Karton dann weg ist. Vermute ich jetzt mal. So. Die letzten noch. Die tue ich dann jetzt mal hier rein. So, das probieren wir jetzt halt mal. Wir gehen mal zurück ins Hauptmenü. Also es speichert ja automatisch. Das finde ich wirklich gut. So, dann gehen wir einmal auf Weitermachen. Das sollte relativ schnell gehen. Jawohl, genau in dem Moment, wo ich meinen Kaffee trinke, ne? So, also ich kann da den Karton nicht nehmen. Das scheint wirklich ein Fehler zu sein hier. Und innen drin liegt nichts, ne? Nö. So, Bärchen. Die stelle ich mir in die Ecke hier. So, die Blumen könnten wir noch mal ein bisschen anders hinpacken. Die stellen wir jetzt halt hier daneben, wenn das geht. Aber es geht nicht. Kann ich dich da hinstellen ans Fenster? Okay, irgendwie da wird es grün, ne? Okay, also ich kann nicht so weit ans Fenster ran. Ist in Ordnung. Oh, dann kann ich die hier noch mit reinstellen. Das ist okay. Ja, aber mit den Regalen, das mache ich jetzt tatsächlich nicht, weil das ist mir jetzt ein wenig zu viel Aufwand. So, 1073 haben wir. Ich würde gerne jetzt zum. Wo ist mein Auto? Ich würde jetzt gerne mal zum Fahrzeughändler fahren, in der Hoffnung, dass der jetzt halt ein vernünftiges Autoline hat für uns. Ich hoffe es jetzt zumindest. Ansonsten bleibt es halt bei dem Pickup, ne? Können wir ja nicht anders machen.
Wie jetzt? Hast du mich nicht gesehen? Nee, ich glaube, das sind auch wieder die Autos, die schon drin waren. Der hier ist, glaube ich. Nee, den hat man auch schon. Der hat auch nur 4 Plätze. Und der hier hat auch nur 6 Plätze. Spritverbrauch hoch. Der hat 3 Plätze, ne? Spritverbrauch haben sie alle hoch. Also gut, LKW gibt es hier anscheinend nicht. Ich weiß nicht, wenn ihr eine andere Erfahrung gemacht habt, schreibt es mal gerne rein in die Kommentare. Weil ich fahre jetzt halt nicht nochmal hin. Also das soll es jetzt gewesen sein mit hier zum Autohändler fahren, was ja der letzte Part jetzt halt ist. Und weiterhin warte ich natürlich noch auf die Updates, ne? Das ist klar. Das Spiel wird nicht ganz in der Versenkung verschwinden wie manch anderes, sondern das bleibt bei mir auf jeden Fall im Fokus. Weil ich glaube nämlich, dass das mit den Updates dann interessanter wird. Aber ich finde den Laden schön. Das ist auf jeden Fall ein extremer Unterschied, muss ich sagen, von der einfachen Variante jetzt zu der hier. Das schaut wesentlich freundlicher aus, ne? So, die lassen wir natürlich offen. Halt, die Regale wollte ich ja noch umstellen. So. Ach so, und dich kann ich jetzt nicht in die Wand reinklitschen. Das ist super. Komm, Millimeterarbeit hier immer. Ja, da kriegen wir auf jeden Fall noch 2 Reihen hier. Hier eine, da kriegen wir sogar 3 Reihen noch her. So, geht schon. So, gucken wir mal, ob wir Online-Aufträge haben und ob wir die auch erfüllen können. Puh, das ist aber, hallo, es ist aber einiges, ne? Fangen wir mal mit den großen an. 18 Stück. 5,50, 4,30. Hier hätten wir wahrscheinlich den höheren Gewinn, ne? Akzeptieren. Dann 16 Stück. 3,90, 5,50. Dann nehmen wir natürlich das da. Weil im Laden, dann mache ich ja immer den dreifachen Preis. Akzeptieren. Dann 4 Stück hier. Das hat auch was von Puzzle, ne? Dass ich dann entscheiden muss, welches von den Päckchen nehme ich dann. Weil hier habe ich zum Beispiel 2 und 5. So. In dem Fall ist es egal. Da kann ich jetzt halt einen 20er Stapel nehmen. Halt, wählen. Und hier 2 kann ich dann den auch nochmal wählen. So, dann haben wir nur einmal Boxen mit 7 Stück. Da habe ich nur das eine. Dann haben wir die Strategie. Dann haben wir Puzzle. Und wir haben Autos. 7 Stück. 7 Stück. Jawohl, passt. 81. Und schon haben wir wieder 2320. Entschuldigung. Finde ich cool. So, dann lassen wir mal den Tag laufen. Reingewinn 0, ist klar, weil ich ja jetzt zwischenrein geladen habe. Der Gigerigog. Deko kann man natürlich dann jetzt halt nochmal einiges mehr machen und die Regale natürlich ganz anders stellen. Ich würde dann 3 Regale oder was machen mit einer Spielekategorie. Wer weiß, ob da noch andere Spielekategorien dazukommen. Das wäre natürlich möglich. Das muss man gucken, ne? Wir haben jetzt 2, 4, 6, 8, 9 Spielekategorien. Okay, alle das Gleiche an. Wunderbar. So, Ladies, ich spreche mal mit euch, aber ich muss irgendwie den Eingang im Auge behalten. Wettbewerbsautos, ja, Wettrennen. Bei manchen ist es eigentlich einfach nachzuvollziehen, ne, was sie wollen. So, ich guck mal, ob der, ja. Dann können wir uns nämlich hier um die Kunden kümmern. So, Servusle. Zieht was?
In welcher Kategorie zieht mich das Gleiche im wirklichen Leben im Spiel an, in der Simulation? Wie Rätselraten ist das, ne? Sagen Sie mir eine Kategorie, die meinen Geist und meinen Verstand stärkt, der mich mit der Schwierigkeit meines Freundes ärgern wird. Strategie. Ja, was dann? Sag's mir. Das ist, als würden sie mir eine Frage stellen, um mich zu testen, ne? Und dann sagen sie, nee, nee, das ist es nicht, aber geben mir nicht die Antwort. Ich möchte etwas lösen. Möge es sehr schwierig sein, sagen Sie mir die Kategorie. Ein Puzzle ist eigentlich. Ja, okay. Und wenn der Laden dann richtig groß ist, dann müsste ich jetzt mal glatt noch schauen, ob man noch mal jemanden einstellen kann. Jetzt eine zweite Person. So, sorry, meine Freunde hier. Ich warte wieder auf den Dieb. Der ist im Grunde auch ein bisschen vorhersehbar, ne? Möchte jemanden schlagen? Bitte kämpfen. Brauchen wir eine simulieren werde, kannst du mir bitte helfen? Ja, Simulation. Okay, das hat gepasst. Das hat gepasst. Meine Güte. Oh, meine Güte. Ja, und die schlafen schon wieder ein, ne? Gaspedal, Auto, Wettrennen. Ups. Das sind alles so Dreckspatzen hier. Ah, Dieb. Gut. Ich dachte mir jetzt ja gerade, der müsste doch jetzt gleich wieder kommen. So richtig um die Kunden kümmern kannst du dich nicht, ne? Ein Spiel, das wir laufen und zu mir gesprungen sind, ist notwendig. Wenn es 2D ist, wird es perfekt sein. Welche Kategorie ist Ihrer Meinung nach für mich geeignet? Laufen und Jump and Run. Aber wenn wir warten müssen, dann können wir auch einen Dreck daher schmeißen, gell? Ist schade, für was dekoriere ich dann hier eigentlich einen Abfalleimer her, wenn die Leute das sowieso alles am Boden schmeißen? So, 16:30, eineinhalb Stunden haben wir noch. Könnte durchaus nochmal ein Langfinger kommen. Dum, dum, dum. Da ist er doch. Aha, aha. So. Wieder Dreck wegwischen. Aha. Aha. 17:22. Schauen wir mal, was die Dame noch will hier. Gaspedal Auto. Wettrennen. Wie nennt sie mich das gleiche im Leben? Simulation. Ja, aber dann geht er, ne? Von mir beraten lassen, aber dann woanders kaufen. Das ist ja toll. Jawohl. Haut ab. Sie hat zumindest noch was rausgenommen. So, jetzt bitte nichts mehr am Boden schmeißen. Ist gerade alles frisch gewischt. Gut, 12. Ab mit dir. So, lasst uns mal schauen, ob ich jetzt vielleicht tatsächlich nochmal... Nee. Also das bleibt. Okay, 200 Punkte haben wir. Da ich jetzt die Sachen ausgebaut habe, erhöht die Anzahl der wohlhabenden Kunden im Geschäft. Okay, die meckern dann nicht so, wenn es teurer wird. Das heißt, ich kann die Preise wahrscheinlich auch ein bisschen nach oben stellen. Ne? Ich würde aber sagen, dass ich die Artikel erhöhe und tragen nochmal. So, und dann haben wir noch 52 Punkte. Reparatur, Reduzierung der Regalkosten, machen wir lieber die wohlhabenderen Kunden. So, Internet, online, gucken wir mal, da haben wir genug.
19, da habe ich nur 12, ne? Das heißt, ich bräuchte noch 7 Stück von Strategie. Strategie war, glaube ich. Warte mal, Strategie war das. Jetzt komme ich nicht an das Regal hin. Oh Mann. Strategie war die, ja, letzte Kategorie, dann passt's ja. Wählen. Platzieren. Jetzt nehme ich mir, keine Ahnung, 7 Stück haben wir gesagt, ne? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So. Halt, wohin gehst du? Du wolltest am Computer. Hier, so. 19 Stück, 12, 14, 17, 18, 19, dann warte mal. Hier, das, das, jetzt. Haben wir die zwei jetzt noch auf Lager, ist okay. Akzeptieren, wir haben 326 Gewinn. Beim Kampf 12 Stück, wunderbar. Wählen, akzeptieren. Tja, und wir haben 4.153 Flöckis. Das ist doch cool. Also ich muss sagen, der neue Laden gefällt mir definitiv sehr gut. Da der Ausbau ja nur 750 kostet, hätte ich natürlich, wenn ich das gewusst hätte mit dem Ganzen hier, dann hätte ich das auf jeden Fall wesentlich früher gemacht. Lieber dann früher den Ausbau und dann hier schon mal anfangen mit dem Ganzen richtig hinstellen. Dann muss man das Ganze nicht nochmal ausräumen und wieder einräumen und so weiter. Also das wäre jetzt halt auch für euch mein Tipp, auch wenn er wegen spät kommt jetzt. Gut, dann soll es das gewesen sein. Ich freue mich auch schon auf das nächste angezockt. Ich hoffe, dieses hat euch gefallen. Lasst mir gerne ein Like da, schreibt mir auch gerne was dazu in die Kommentare. Nicht vergessen, ein Abo dazulassen, dass ihr keine Parts mehr verpasst. Und ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.